Keats. Gedichte? Ist das was Besonderes? Oh nein, sicher nicht. Ich war nur überrascht. Meinen Sie etwa damit, dass Sie bei Menschen wie mir eine solche Lektüre nicht erwarten? Nein, Stephanie, ich kenne Sie im Grunde ja gar nicht. Das ist richtig. Wir kennen uns nicht. Hat Keats nicht über die Einsamkeit geschrieben? Das hört er. Naja, ich habe mich viel mit Lyrik beschäftigt. Ich habe sogar... Was haben Sie? Ich habe sogar selbst Gedichte geschrieben. Wann? Das ist schon lange her. Seitdem scheint eine Ewigkeit vergangen zu sein. Waren Sie verliebt? Erzählen Sie mir von Ihrem Mann, Dr. Hayes. Du siehst darin eine Chance? Ja. Also ich weiß nicht. Warum denn nicht? Deine Angst betrifft mich genauso. Etwas zu ändern ist schwerer, als darüber zu reden, Felicia. Und vielleicht lässt sich ja gar nichts ändern. Was dann? Wir müssen offen sein und uns vertrauen. Ich liebe dich, Jake. Und wenn es schief geht? Du hast doch nichts zu verlieren, Jake. Doch, den letzten Rest von Selbstwertgefühl. Jake, sieh mich an. Jetzt hör mir mal zu. Du wurdest als Kind missbraucht und die Probleme, die du jetzt hast, haben nur damit zu tun. Es ist eine Schutzreaktion. Es sagt nichts, gar nichts über deine Männlichkeit aus. Komm her. Hör zu, wenn wir es jetzt versuchen und es funktioniert nicht, dann ist das okay. Es sollte wie ein Spiel sein. Und zwar ein Spiel, das keine Spielregeln hat, verstehst du? Ohne Spielregeln? Ja. So wie Kinder, die machen, was ihnen gerade einfällt. Ohne, dass sie groß drüber nachdenken. Zu etwas anderem bin ich ja auch überhaupt nicht fähig. Gut. Wenn du nämlich zu leidenschaftlich wärst, dann würde ich wahrscheinlich Probleme kriegen. Wieso? Weil ich verrückt werde. Völlig verrückt. Wenn der Mann, den ich liebe, die Kontrolle verliert. Also sei vorsichtig, Jake. Also wage ja nicht, die Kontrolle zu verlieren. Ja, ich war verheiratet. Wann sind Sie geschieden worden? Vor einigen Jahren. Lebt Ihr Mann in Los Angeles? Nicht mehr. Wieso haben Sie sich scheiden lassen? Oder stört es Sie, wenn ich Sie nach Ihrem Mann frage? Er war mein Mann, er ist es nicht mehr. Warum sind Sie geschieden? Das ist alles sehr kompliziert. Oh, Verzeihung, ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Ich rede gern mit Ihnen darüber. Wir sind doch beide geschieden. Wissen Sie, ich habe in meiner Ehe mit Eric Forrester wie auf einem Präsentierteller gelebt. Wie im Aquarium. Stephanie, fühlen Sie sich denn noch an Ihren Ex-Mann gebunden? Die Ehe mit Eric ist beendet.
Was hindert Sie dann daran, aus Ihrem Aquarium rauszuschwimmen? Nichts. Ich bin es schon. Ich bin jetzt sehr viel allein. Das gibt Ihnen doch Freiheit. Freiheit? Ist das Ihre Erfahrung, dass es Freiheit bedeutet, vom Partner, den man liebt, geschieden zu werden? Wir reden nicht über meine Erfahrungen. Oh, ich dachte, das soll ein Erfahrungsaustausch sein. Na schön. Ja, wenn man will, könnte man sagen, dass die Scheidung mir meine Freiheit zurückgegeben hat. Ja. Das kann für ein paar Wochen ganz schön sein, aber... Aber danach kommt doch eine Zeit, in der sehr klar wird, dass mit dem anderen auch die eigene Identität verloren ging. Dass sie alles verloren haben. Nur vergessen Sie nicht, dass wir das eigene Bild von uns, unsere Identität, ändern können. Ändern die Identität? Wozu? Bin ich ein Zirkusclown oder was? Das würde bedeuten, dass ich mein Leben nach den Launen jeder x-beliebigen Person immer wieder ändern soll. Was soll ich mit einer neuen Identität? Was ist Aber was daran? In aller Welt bleibt Ihnen denn anderes übrig? Was können Sie in einer solchen Situation denn sonst tun? Tja, Sie haben harte Zeiten hinter sich, nicht wahr? Was war denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Das war nicht schlecht für den Anfang. Das war wirklich fantastisch. Findest du nicht auch? Oh, Jack. Es war besser als fantastisch. Es war unglaublich. Ich könnte schreien vor Glück. Ich werde dich nicht davon abhalten. Ich liebe dich wahnsinnig. Ich weiß. Ihre Scheidung hat Sie also veranlasst, sich sehr zu ändern. Jeder Mensch ändert sich durch eine Scheidung. Ja, aber bei Ihnen scheint es extrem der Fall zu sein. Sie kennen mich doch gar nicht. Das ist richtig. Aber klären Sie mich doch auf, wie waren Sie während der Ehe? So einfach ist das nicht. Ah, das heißt, für Sie war die Scheidung demnach auch nicht so leicht. Das steht doch nicht zur Debatte. Es ist völlig unwichtig. Ich wollte über... Sie wollten über... Wollen Sie etwa sagen, Sie sind hier, um über mich zu reden? Verstehe ich richtig? Sie kommen hier, um in meinem Haus mit mir über mich zu reden? Sie wollten also gar nicht zu Reg. Wer hat Ihnen denn das eingeredet? Es war mein Wunsch, Mutter. Es war meine Idee.